Okay, herzlich willkommen zum Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Proff. Wir sprechen heute über die Zukunft der Landwirtschaft in Zeiten von Dürre mit vier Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Sie hier schon im Panel sehen. Die Situation ist relativ offensichtlich. Es hat viel zu wenig geregnet. In den letzten Monaten ist es viel zu heiß und die Böden sind viel zu trocken. Und all das wirkt sich deutlich auf die Landwirtschaft, auf die Ernteerträge aus. Heute, vor ungefähr 2 Stunden, ist der Erntebericht des BMEL, des Bundeslandwirtschaftsministeriums, erschienen für die Saison 2022. Und die Daten und Prognosen darin sehen ziemlich gemischt aus. Das werden wir gleich noch im Detail diskutieren. Klar ist aber, dass die Pflanzen in der Natur und auf den Äckern unter der aktuellen Hitze und Dürre, die über halb Europa liegt, extrem leiden. Und wir wissen aus Klimamodellierungen, dass in Zukunft weitere heiße und trockene Sommer auf uns zukommen hier in Westeuropa. Deswegen möchten wir heute darüber sprechen, wie können wir unsere Landwirtschaft daran anpassen. Bevor wir loslegen, ein Hinweis an die JournalistInnen. Ein Transkript von dieser Veranstaltung finden Sie am Montag auf unserer Webseite. Wenn Sie es schneller brauchen, dann schreiben Sie uns, dann bekommen Sie ein maschinell erstelltes Transkript auf Anfrage. Und eine Videoaufzeichnung dieser Veranstaltung finden Sie schon in ein paar Stunden auf unserer Webseite. Ihre Fragen, die Sie an die Experten und Expertinnen haben, stellen Sie bitte in das F&A-Tool, nicht in den Chat. Dann ist es für uns ein bisschen einfacher, die zu sammeln. Und stellen Sie Ihre Fragen gerne reichlich. Ja, damit möchte ich dann unsere vier Experten und Expertinnen einmal vorstellen. Katrin Drastik ist hier bei uns mit Blick auf das Wasser. Sie leitet die Arbeitsgruppe Wasserproduktivität in der Landwirtschaft am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam. Christoph Gornott ist Agrarökonom und Professor an der Universität Kassel und außerdem leitet er die Arbeitsgruppe Anpassung in Agrarsystemen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Henning Kage bringt uns den Blick auf den Acker und den Pflanzenbau mit. Er ist Professor an der Universität Kiel und Direktor des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung dort. Und schließlich Andreas Stahl mit Expertise aus der Pflanzenphysiologie und Pflanzengenetik. Er ist Leiter des Instituts für Resistenzforschung und Stresstoleranz am Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich glaube, wir haben eine tolle Experten- und Expertinnenrunde hier zusammengestellt. Erste Frage an Sie, Herr Gornott. Sie haben für uns im Vorhinein einmal in den Erntebericht vom BMEL reingeschaut. Was steht da drin und wie interpretieren Sie diese Zahlen mit Blick auf diesen heißen und trockenen Sommer? Ja, vielen Dank erstmal noch für die Einladung. Und genau, wenn wir in den Erntebericht schauen, dann sehen Sie, wie Sie es gerade auch schon angedeutet haben, ein gemischtes Bild. Aber wir sehen vor allen Dingen auch, das ist nicht alleine auf Deutschland bezogen, sondern in ganz Europa sehen wir, dass wir sehr große Ernteverluste, zumindest in einigen Regionen, haben. Die reichen teilweise bis über 50% Ernteverluste. Und wir haben sogar Einzelfälle von einzelnen Feldern, von einzelnen sehr kleinen Regionen, wo wir sogar Totalausfälle erwarten oder schon gesehen haben. Das Ganze variiert natürlich dann wiederum, das haben Sie auch gerade schon angedeutet, regional sehr stark. Und da muss man differenzieren. Also wir sehen zum Beispiel an den Küstenstandorten in Deutschland, dass wir da durchaus auch teilweise sogar überdurchschnittliche Erträge haben, insbesondere dort auf den etwas schwereren Böden, also die Böden, die etwas mehr Wasser halten können, wo wir häufig in anderen Jahren das Problem haben, dass wir zu viel Wasser haben. Da haben wir auch durchaus sehr gute oder sogar überdurchschnittliche Erträge. Ganz anders sieht das aus in Mitteldeutschland, in Sachsen-Anhalt oder auch in Brandenburg, wo wir zum einen deutlich leichtere Böden haben, also so Sandböden, die halt wenig Wasser speichern können und entsprechend mit dieser geringen Wasserspeicherfähigkeit und ausgebliebenen Niederschlägen und großen oder hohen Temperaturen entsprechend auch dann hohe Ertragsverluste zu verzeichnen haben. Wenn man da noch ein bisschen in die Kulturen reinzoomt, dann sehen wir da gerade auch bei Winterweizen und bei Winterraps, dass die noch halbwegs gut davon gekommen sind. Die wurden halt schon im letzten Jahr gesät, die konnten die Winterfeuchte, die Winterniederschläge so ein bisschen mitnehmen und hatten schon ein bisschen besseres
ausgeprägtes Wurzelwerk, als es dann ins Frühjahr ging, wenn wir gerade auf die Sommerungen schauen, das Mais, Zuckerrüben, die dann halt irgendwie erst im April, Anfang Mai in den Boden gekommen sind, da sehen wir, die hatten einfach kein Wurzelwerk, die sind direkt in diese Frühjahrs- und Sommertrockenheit gekommen und da gibt es auf jeden Fall deutliche Verluste, die Ernte steht ja noch aus, zu erwarten haben. Und wir sehen auch, dass halt auch entsprechend in fast in allen Regionen in Deutschland die nutzbare Feldkapazität, also das, was an Wasser für die Pflanze zur Verfügung steht, deutlich geringer ist, teilweise bis zu 75% weniger, als wir das in anderen Jahren gehabt haben. Und das ist natürlich ganz wichtig. Sie haben diesen heißen Sommer genannt und da muss man halt differenzieren, dass zum einen die Niederschläge natürlich eine Rolle spielen, aber natürlich gerade auch die Temperaturen, die halt zu höherer Verdunstung führen und netto dann zu einem weniger pflanzenverfügbaren Wasser am Ende beitragen. Ich stoppe hier erstmal und freue mich dann auf die Diskussion. Dankeschön, Herr Gornert. Herr Stahl, wenn man aktuell hier in Köln durch die Felder radelt, um die Stadt herum, dann sieht man überall trockene Pflanzen auf den Äckern, also trockenen Mais, verdorrte Kartoffelpflanzen. Die können die Dürre anscheinend nicht so gut ab. Gibt es denn von unseren gängigen Kulturpflanzen auch andere Sorten, die besser mit Trockenheit umgehen können? Und was zeichnet diese aus? Ja, erstmal schönen guten Tag in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein, um über ein so relevantes Thema wie die Trockenstresstoleranz zu sprechen. Trockenstresstoleranz ist ja kein einzelnes Merkmal, wie jetzt beispielsweise eine Pilzresistenz, beispielsweise die Mildtauresistenz bei Weizen oder eine Virusresistenz bei Gerste, sondern die Trockenstresstoleranz ist letztendlich die Ertragsfähigkeit von Sorten unter einem bestimmten Trockenstressszenario einen entsprechenden Ertrag zu realisieren. Und dafür spielen unzählige Eigenschaften, die wir im Detail vielleicht sogar gar nicht alle kennen, eine große Rolle. Naheliegende Eigenschaften wurden gerade schon von Herrn Gornert genannt, beispielsweise die Durchwurzelungstiefe kann eine große Rolle spielen, aber auch andere Eigenschaften, die den Wasserhaushalt regulieren. Letztendlich tragen also ganz viele Eigenschaften dazu bei, die Ertragsfähigkeit zu bestimmen. Und diese interagieren natürlich sehr stark mit der Umwelt. Wir haben eben schon gehört, dass der Trockenstress unterschiedlich ausgeprägt ist in verschiedenen Regionen. Es gibt also eine komplexe Genotyp-Umweltwechselwirkung. Und aus den Erntezahlen allein kann man nicht herauslesen, wie groß ist eigentlich der Züchtungsbeitrag zu einer höheren Trockenstresstoleranz. Dafür braucht man sehr kontrollierte Studien und die sind auch in den letzten Jahren durchgeführt worden. Und die lassen sich so zusammenfassen, dass eigentlich im Gros die moderneren Sorten eine höhere Ertragsfähigkeit haben und das nicht nur unter optimalen Wuchsbedingungen, sondern auch unter Trockenstress. Also das ist konkret für Weizen und für viele andere Kulturarten durchgeführt worden. Da sieht man einen Zuchtfortschritt, der nicht stagniert, sondern nach wie vor anhält, sodass moderne Sorten dazu beitragen, eine Ertragsfähigkeit auch unter limitierter Wasserverfügbarkeit sicherzustellen. Ja, soweit vielleicht erstmal für die Einführung und dann gerne weiter bei den Fragen. Ja, wir kommen sicherlich gleich nochmal auf verschiedene Züchtungsmethoden zur Sprache, wie man vielleicht noch trockenresistentere Pflanzen schaffen könnte. Nun aber erstmal zu Herrn Kage. Blicken wir nun von der Pflanze auf den Acker. Welche Möglichkeiten gibt es im Pflanzenanbau, damit die Pflanzen mit weniger Regen klarkommen? Ja, auch von meiner Seite erstmal Dankeschön für die Einladung. Und ich finde das Thema natürlich auch super spannend und ich werde mich jetzt auch ganz kurz auf die pflanzenbaulichen, ackerbaulichen Aspekte hier beschränken. Wir haben ja sehr viele Experten hier, die auch ihre einzelnen Teildisziplinen auch angemessen vertreten können. Pflanzenbaulich ist natürlich nach wie vor die Fruchtfolge ein ganz zentrales Element, das Ertragsfähigkeit und Ertragssicherheit gewährleistet. Und ganz speziell, und ich glaube, da stoßen wir fast auch wieder ins gleiche Horn, ist natürlich dann auch eine Fruchtfolge, die nicht zu stark getreidebetont ist, eben eine Grundlage dafür, dass wir gesunde Wurzelsysteme haben, die eben dann auch in der Lage sind, tatsächlich aus dem Unterboden ausreichend Wasser aufzunehmen. Und da ist natürlich durchaus eben ja, die Getreidelastigkeit, die wir aus verschiedenen Gründen in den letzten Jahren verstärkt bekommen haben, eben schon ein Problem.
politisch, das können wir vielleicht später diskutieren, eben durchaus der Stoppelweizenanbau ja auch schon adressiert worden. Der ist natürlich eben nicht so nachhaltig und weniger ertragsstabil, als wenn man eben Weizen zum Beispiel nach einer Nicht-Getreideart anbaut. Insofern, wie gesagt, kann man da in der Fruchtfolge noch einiges machen. Man muss allerdings dazu sagen, dass der teilweise ja in Kritik geratene Mais da eigentlich eher eine Gesundungsfrucht ist und per se eben an sich eben auch vergleichsweise Hitze- und Trockenstresstolerant ist. Nun ist er in diesem Jahr extrem gebeutelt, weil die Niederschlagsverteilung eben so ist, wie sie in diesem Jahr ist. Sie ist aber nicht in allen Jahren so, sondern wir haben tatsächlich sogar eher eine Zunahme der Niederschläge so ab August, Juli, Mitte Juli, August. Das ist eigentlich eher sogar etwas, was solchen Kulturen, die später reif werden, in der Regel eigentlich eher in die Karten spielt, sage ich jetzt mal so. Insofern, man kann immer nicht von einem Jahr auf tatsächlich diesen Trend schließen. Da muss man auch sehr aufpassen. Ich denke, normal, da müssen wir in der Gesamtdiskussion auch aufpassen. Und ein weiteres Element von wassereffizienten Produktionssystemen ist klassischerweise natürlich auch die Bodenbearbeitung. Das heißt, wir können eben durch eine reduzierte Bodenbearbeitung eben auch dafür sorgen, dass eben die Bodenverdunstung reduziert wird und dafür die Pflanzenverdunstung eben relativ zunimmt. Und dann kommen wir natürlich am Ende eben auch unter weniger Wasser dann auch zu gegebenenfalls höheren Erträgen. Und da ist sicherlich auch schon einiges passiert, aber da haben wir durchaus noch weitere Optimierungsmöglichkeiten. Und um vielleicht auch mal ein bisschen anzuecken, das beißt sich allerdings natürlich auf der anderen Seite auch mit solchen politischen Initiativen wie dem Glyphosatverbot, weil wir können wirklich nachhaltig mit Flugverzicht bisher eigentlich nur arbeiten, wenn wir tatsächlich ein sehr wirkungsvolles Totalherbizid haben, das dann natürlich verantwortungsvoll und in der Regel nur nach der Ernte auch eingesetzt werden kann. Aber da besteht tatsächlich ein Zielkonflikt und vielleicht ist das ja auch tatsächlich etwas, worüber man diskutieren kann. Und es ist aber vielleicht auch nicht nur die Reduktion der Bodenbearbeitung, sondern ich möchte auch mal ein anderes Thema ansprechen. Das ist vielleicht auch bei Frau Drastig auch im Fokus und bei anderen schon. Das ist auch kein ganz neues Thema. Also zentral ist eben Unterbodendurchwurzelung. Da kann teilweise aber auch eine gezielte Unterbodenlockerung natürlich durchaus auch dazu beitragen, dass wir eben, also neben den Sorteneigenschaften eben auch über eine Verbesserung der Durchwurzelbarkeit der Böden selbst eben auch hier versuchen können, Trockenstress zu reduzieren. Ich denke mal, das sollte für den Anfang reichen. Dankeschön. Jetzt hat Herr Kage schon mal schön ausgelegt, was man tun kann, damit die Pflanzen mit weniger Wasser klarkommen. Eine Alternative wäre natürlich, mehr zu bewässern. Dazu möchte ich Frau Drastig fragen. Aktuell wird in Deutschland nur ungefähr 2% der Agrarfläche bewässert. Das ist im internationalen Vergleich mit anderen Ländern, die ein trockeneres Klima haben, sehr wenig. Muss das künftig mehr werden? Und wenn ja, welche Bewässerungstechniken sind da die besten? Ja, Frau Prof, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung hier und guten Tag an alle Anwesenden. Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, wird in Deutschland momentan auf 2,3% der landwirtschaftlichen Fläche bewässert. Das ist wenig im internationalen Vergleich. Es ist also so, dass in Deutschland eigentlich die landwirtschaftliche Produktion auf dem Niederschlag basiert oder auf Englisch ausgedrückt ist es eine Rainfed. Man versteht sich oder ist es nur, das liegt glaube ich nicht nur an mir, die anderen gucken auch verwirrt. Frau Drastig, ich glaube, Ihre Internetverbindung ist gerade nicht so gut. Vielleicht sollen Sie das Video ausschalten. Ja, wenn Sie mich hören, können Sie einmal versuchen, das Video auszuschalten oder eventuell sich einmal auszuwählen und wieder einzuwählen. Hören. Ach, ist es jetzt besser? Könnt ihr mich jetzt hören? Jetzt ist es besser. Ich lasse das Video einfach mal aus. Okay, probieren wir das so. Bis wohin konnten Sie mich denn hören? Oder eigentlich, soll ich noch mal anfangen? Ihren Dank am Anfang konnten wir noch hören, aber danach wurde es schwierig. Jetzt hören wir Sie wieder nicht, leider. Ich glaube, Sie müssen sich einmal neu einwählen. Ja gut, also ach Mensch, ist das schade. Gut, ich versuche es nochmal. Gehen Sie einmal raus, kommen Sie wieder rein. Ich nehme Sie gleich nochmal dran und wir machen schon mal mit der nächsten Frage. Ja, gut. Okay, dann warten wir auf die Bewässerung noch einen Moment. Und ich würde gerne nochmal bei Herrn Stahl nachhaken. Sie haben jetzt eben gesagt, moderne Arten sind eigentlich jetzt schon die dürreresistentesten, die wir haben. Aber sind es dann nicht auch die, die wir auf dem Feld jetzt schon anbauen und die trotzdem gerade so stark unter Dürre leiden? Es ist sehr wichtig zu unterscheiden zwischen den realisierten Praxiserträgen, wie sie die Landwirtinnen und Landwirte erleben und wie sie auch im Erntebericht stehen, und der Bestimmung des Zuchtfortschritts, wie er zum Beispiel in der Wertprüfung vom Bundessortenamt vorgenommen wird.
Bei den Praxiserträgen sieht man tatsächlich über die letzten Jahre eine Stagnierung. Daraus kann man allerdings nicht ableiten, dass es keinen Zuchtfortschritt gibt, sondern der wirkt den anderen ertragssuppressiven Faktoren entgegen. Das heißt, wir haben ja viele Faktoren, nicht nur die Trockenheit, sondern auch andere Umweltbedingungen, die eine hohe Ertragsfähigkeit zunehmend erschweren. Und die Züchtung wirkt quasi dem entgegen, indem sie resistentere und tolerantere Sorten zur Verfügung stellt. Und dieser Prozess ist natürlich nicht abgeschlossen. Der ist fortwährend am Laufen und er dauert natürlich sehr, sehr lange. Einfach um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, von der ersten Kreuzung bis zur letztendlich zugelassenen Sorte vergehen bei vielen Getreidearten 8 bis 10 Jahre, bei manchen Kulturarten sogar noch mehr. Und diese Zeit wird natürlich auch genutzt, die Genotypen in den Zuchtprogrammen, also die verschiedenen Zuchtlinien, unter verschiedenen Umweltbedingungen zu evaluieren. Und während diesen Evaluierungen an verschiedenen Standorten in Deutschland sind die Zuchtlinien natürlich auch den verschiedenen Umweltbedingungen ausgesetzt, sodass ein Zuchtprogramm, was ja draußen natürlich unter den gegebenen Bedingungen stattfindet, automatisch an die anderen Bedingungen, die wir erwarten in der Zukunft, an die Genotypen anpasst. Insofern kann erwartet werden, dass mit jedem Jahr auch wieder neuere Sorten auf den Markt kommen, die für die dann herrschenden Bedingungen noch besser angepasst sind. Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, wie lange das dauert, dieser Zuchtprozess, wenn man über die klassischen Züchtungswege geht. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es mit Gentechnik aus? Können wir das damit beschleunigen? Was ist da das Potenzial für dürreresistente Sorten oder dürretolerante Sorten? Ja, wie im Eingangsstatement schon ausgeführt, ist die Trockenstresstoleranz ja nicht von einzelnen Genen bestimmt, sondern von einer Vielzahl von Einzelfaktoren, die auf ganz verschiedenen Chromosomen verortet sind. Also man kann davon ausgehen, dass Dutzende von Eigenschaften in verschiedenen Trockenstressszenarien zu der Ertragsfähigkeit beitragen. Und das ist vielleicht noch nicht ausreichend angesprochen worden. Wir haben ja nicht eine Form von Trockenstress, sondern der Trockenstress unterscheidet sich ja je nachdem von Jahr zu Jahr entsprechend der Niederschlagsfrequenz, der Verteilung, wann der Trockenstress eintritt, ob er unterbrochen wird durch Niederschlagsereignisse und so weiter und so fort. Und insofern gibt es da eine komplexe Interaktion zwischen den verschiedenen Einzeleigenschaften. Und weil diese Interaktion so komplex ist, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass durch die Modifikation von einem einzelnen Gen man eine absolut trockenstresstolerantere Sorte entwickelt, sondern man wird nur einzelne Eigenschaften verbessern können, die dann zwar in bestimmten Trockenstressszenarien einen Vorteil bringen, aber in anderen Stressszenarien vielleicht keinen Vorteil bringen. Sie sprechen die Gentechnik an. Es ist dabei wichtig zu unterscheiden zwischen der Gentechnik, ich würde sie mal als klassische Gentechnik bezeichnen, wie wir sie bisher kannten, beispielsweise über Acrobacterium tumefaciens vermittelte der Gentransfer und den neuen Züchtungsmethoden, wie beispielsweise CRISPR-Cas, um den prominentesten Stellvertreter zu nennen. Die modernen Züchtungsmethoden, wie zum Beispiel CRISPR-Cas, sind in der Lage, hochpräzise, punktgenau einzelne Modifikationen vorzunehmen, die aber immer nur in einzelnen Genen oder in einer geringen Anzahl von Genen vorgenommen werden kann. Und die Trockenstresstoleranz, wie eben erklärt, ist natürlich von einer Vielzahl von Genen abhängig. Insofern kann man erwarten, und es gibt auch Studien außerhalb von Europa, wo einzelne Eigenschaften verbessert werden können. Aber man darf die Erwartungshaltung auch nicht überschätzen, weil das Merkmal Trockenstresstoleranz natürlich extrem komplex ist und, wie jetzt mehrfach ausgeführt, von ganz vielen Genen abhängig ist. Spannend. Dazu würde ich gleich auch nochmal die Meinung der anderen einholen, was wir denn dann tun können, wenn das Potenzial von Züchtung begrenzt ist. Aber jetzt erstmal zu Frau Drastig. Ich hoffe, dass Ihre Verbindung jetzt stabil ist. Probieren wir es nochmal. Ja, ich hoffe es auch. Vielen Dank für Ihre Geduld. Kein Problem. Erzählen Sie uns so gerne spannend, was über Bewässerung. Ja, es war spannend, was Herr Stahl auch erzählt hat. Ja, gut, also ich war dabei, nochmal auszuholen über die Bewässerungsfläche in Deutschland. Das sind also nur 1%. Das ist ein geringer Anteil, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern in Europa oder in der Welt. Heißt also, in Deutschland produzieren wir hauptsächlich regenwasserbasiert. Und man könnte nun, um an die drohende Trockenheit oder an die existierende Trockenheit noch besser anzupassen, die Ausnutzung des Niederschlagswassers weiter vorantreiben, auch mit den Maßnahmen, die eben auch schon genannt worden sind eigentlich alle. Ja? Also
ja klar, mehr stresstolerante Pflanzen in die Fruchtfolge einbauen, Zwischenfrüchte, die ermöglichen, dass tiefere Bodenschichten erschlossen werden können, wie zum Beispiel die Lupine und so weiter. Das kann auf jeden Fall helfen. Aber bei einer Dürre, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben, reichen wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, diese Maßnahmen nicht aus. Und hier muss man dann doch bewässern. Möglicherweise könnte man Niederschlagswasser auch sammeln und dieses dann als Bewässerungswasser einsetzen. Ja, bewässerungswürdig in Deutschland sind Kartoffeln, Zuckerrüben und Braugerste. Diese Listung oder diese Reihenfolge basiert jetzt auf dem Ergebnis, aufs Betriebsergebnis. Und die Beregnungswürdigkeit oder Bewässerungswürdigkeit ist abhängig einerseits von den Kostenfaktoren der Wassermanagementsysteme, also was kostet mich meine Bewässerungstechnik, und natürlich auch von der Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktpreise, ganz klar. Ein paar Worte zur Bewässerungstechnik in Deutschland, wie wir sie aktuell haben und wie sie vielleicht oder in welche Richtung sie verändert werden muss. Ganz wichtig sind die sogenannten Beregnungskanonen. Das sind mobile Beregnungsmaschinen, die sehr flexibel einsetzbar sind. Das ist aktuell das bedeutsamste Beregnungsverfahren in Deutschland nach der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Allerdings sind hier sehr hohe Wasserdrücke von 7 bis 9 bar erforderlich. Das heißt also, dieses Verfahren ist sehr energieintensiv. Und das ist ja auch ein Thema, über das wir zunehmend nachdenken. Und es ist auch so, dass dadurch, dass der Wasserstrahl durch so einen kleinen Schlaghebel immer gestört wird, der bewegt sich so und dann wird er gestört. Und das ist quasi so ein riesiger Wassernebel, der dadurch erzielt wird. Dadurch haben wir hier eine geringe Wassereffizienz. Das kann man sich natürlich vorstellen. Also hier kann der Wind angreifen. Und es ist auch so, dass bei diesen Überkopfberegnungsverfahren, dass da viel Wasser auf den Pflanzen liegen bleibt und unproduktiv verdunstet. Das nennt man Interzeptionsverdunstung oder Interzeptionsverlust sogar. Neben diesen Beregnungskanonen sind in Deutschland ganz wichtig die Kreisberegnungsmaschinen. Die werden gerne in Ostdeutschland auf großen Feldeinheiten über 25 Hektar eingesetzt. Die sind etwas effizienter, wassereffizienter als die Beregnungskanonen und sie benötigen auch weniger Energie, da sie nur mit 2 bis 5 bar arbeiten. Aber auch hier haben wir die Interzeptionsverluste wegen dieser Überkopfberegnung. Jetzt zur letzten Technik, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das ist die Tropfbewässerung. Die wird hauptsächlich im Gartenbau eingesetzt. Hier arbeiten wir mit ganz, ganz geringen Drücken. Das ist also ein geringer Energiebedarf, der hier auftritt. Wir haben aber einen sehr hohen Kapitalbedarf. Und wir müssen auch sehr viel Kapital aufwenden für die Arbeitskräfte, da das sehr arbeitsintensiv ist, dieses Verfahren. Also die Tropfbewässerung hat die beste Wassereffizienz von diesen drei Verfahren, ist jedoch sehr teuer durch die hohen Arbeitszeiten. So, jetzt nochmal, um zurückzukommen auf Ihre Eingangsfrage, Frau Poff, muss künftig mehr bewässert werden? Welche Bewässerungstechniken brauchen wir? Also von meiner Warte aus glaube ich, dass die verfügbaren Wasserressourcen in Deutschland und der technische Fortschritt kombiniert es erlauben, das Wassermanagement in der deutschen Landwirtschaft weiter zu optimieren und dadurch an die erwarteten Änderungen in Hinsicht auf Trockenheit anzupassen. Aber das Thema der wassersparenden Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen wird immens an Bedeutung gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, mit jedem aufgewendeten Liter Wasser muss künftig eine größere Menge landwirtschaftlicher Produkte erzeugt werden. Und hier ist ein interessanter Indikator, die Wasserproduktivität, der beschreibt das Verhältnis von Output, zum Beispiel Kilo Kartoffeln oder Kilogramm Milch, zu produktiv wirksamen Wassereinsatz, also zum Beispiel dem Transpirationswasser in Kubikmeter. Und dieser Indikator kann zur Bewertung herangezogen werden. Es besteht hier aber dringender Forschungsbedarf, zum Beispiel zur Bewertung des Einsatzes wassersparender Techniken. Also einerseits der Beregnungstechniken, aber andererseits auch der Techniken, wie sie auch, oder die Managementmaßnahmen, die jetzt auch gerade von den Kollegen beschrieben wurden. Also trockenresistente Pflanzen oder auch die Bodenbearbeitung, verschiedene Maßnahmen. Also es besteht dringender Forschungsbedarf, da weiter zu forschen, inwieweit denn das Niederschlagswasser oder das Beregnungswasser, wie die Effizienz des eingesetzten Wassers ist. Ja, das ist es jetzt erstmal von mir. Dankeschön. Dankeschön, Frau Drastig. Herr Kage, ich würde Sie gerne auch mal fragen, stimmen Sie denn zu diesen Ausführungen? Also wenn ich Frau Drastig richtig verstanden habe, sagt sie, ja, wir können in Zukunft, müssten eigentlich eine größere Fläche bewässern, können aber durch stärkere Effizienz das machen, ohne dafür deutlich mehr Wasser aufzuwenden. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde vielleicht aber noch ergänzen wollen, das ist ja im Augenblick vielleicht auch ein bisschen in Medien manchmal ein kleines bisschen irreführend vielleicht auch transportiert worden. Also wir haben in Deutschland ja prinzipiell erstmal auch kein Trend abnehmender Niederschläge, sondern es ist eher stabil, es ist sogar leicht zunehmend. Das ist aber relativ schwierig, weil die Variabilität der Niederschläge von Jahr zu Jahr eben sehr groß ist. Also wir haben jetzt nicht wirklich ein Szenario vor uns, wo wir jetzt wirklich eine absolute Dürre und eine drastische Abnahme der Grundwasserspende zu erwarten haben. Und insofern gibt es durchaus, wir sind eine relativ wasserreiche Region, und insofern muss man durchaus sagen, es gibt sicherlich eben regional differenziert, da muss man eben auch schauen, wie das im Einzelnen aussieht. Es gibt durchaus eben Spielraum, auch verstärkt eben Wasser auch in der Landwirtschaft zu nutzen. Und das ist dann, wie gesagt, natürlich aber auch im Einzelnen zu optimieren. Das kann in Teilen eben durchaus auch Grundwasser sein. Da gibt es eben auch in einzelnen Regionen noch Spielräume. Und das andere ist natürlich eben so, dass man natürlich jetzt auch sehr stark zeitlich differenziert, eben stärker Oberflächenwasser auch, also Oberflächenabfluss einfach versucht im Winter vielleicht eben auch zu vermindern. Teilweise in Richtung auch Erhöhung der Grundwasserneubildung, indem man einfach tatsächlich das Wasser länger in der Fläche hält. Und das andere ist eben, dass man gegebenenfalls eben sogar auch technisch speichert. Und da gibt es durchaus interessante Ansätze. Also ich komme privat auch aus einer Region, in der sehr stark eben auch bewässert wird. Und da tut sich schon auch einiges. Also die Landwirte sind da schon sehr, sehr aktiv, weil sie einfach erkennen, dass das tatsächlich eine Zukunftsfrage ist und dass man hier wirklich auch noch sehr viel tun kann. Und dann gibt es natürlich diese technischen Dinge, die man auch optimieren kann. Wobei ich an einer Seite, das ist aber jetzt nur so ein Nebenthema, fachlich ein bisschen andere Meinung habe, das Interzeptionswasser ist produktiv, Frau Drastrich, aber das können wir später mal diskutieren. Das ist wirklich eine Detailfrage. Aber im Wesentlichen stimme ich Ihnen da voll zu, Frau Drastrich. Da gibt es durchaus Spielräume, und die sollten wir auch natürlich verantwortungsvoll und regional differenziert, aber eben auch diskutieren. Also es ist nicht so, dass wir da gar keine Spielräume hätten in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Regionen, wo Spanien, Südfrankreich und so weiter, die Situation noch völlig andere ist, haben wir hier durchaus eigentlich noch eine vergleichsweise entspannte Situation. Nicht überall in Deutschland, aber in großen Teilen Deutschlands ist es tatsächlich so, dass wir hier also nicht wirklich einen absoluten Wassernotstand haben, sondern es ist eben tatsächlich so, wie Herr Gorlott auch schon gesagt hat, die Temperaturen steigen eben, und das erhöht die Verdunstung im Frühjahr, und da laufen eben tatsächlich dann unsere Kulturen zunehmend in den Trockenstress hinein. Das ist die kritische Phase. Mai, Juni, da wird es immer trockener, die Böden werden immer trockener, und das ist eben das zentrale Problem. Ich habe eine Frage von einem Journalisten, die ich gern an Herr Gornott stellen würde, weil es hier auch um die Märkte geht, und zwar eine vielfältige Fruchtfolge. Das hat ja Herr Kage eben angemerkt, dass das eine wichtige Maßnahme wäre. Eine vielfältige Fruchtfolge hat das Problem, dass nicht alle Fruchtfolgeglieder vermarktet werden können. Wo liegt die Lösung? Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Also danke dafür erstmal. Und wir haben ja diesmal die große Schwierigkeit, die wir jetzt haben. Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus, um es zu erklären, haben wir ja, dass wir eigentlich die Fruchtfolgen immer enger geworden sind, dass wir viel weniger Diversität haben. Und das sehen wir jetzt natürlich auch gewisserweise einen Knackpunkt für das, was wir jetzt, wenn wir jetzt so eine Trockenheit haben, wo dann irgendwie bestimmte Kulturen stärker betroffen sind. Das habe ich in meinem Eingangsstatement schon erwähnt, und andere weniger stark betroffen sind. Und gerade wenn wir halt sehr enge Fruchtfolgen haben, dann haben wir halt dieses Problem, dass wir da entsprechend mit größeren Verlusten ja sozusagen rechnen müssen. Jetzt ist es erstmal sinnvoll, auf Diversifizierung der Fruchtfolge des Portfolios im ökonomischen Sinne zu setzen. Und mit der Möglichkeit haben wir dann halt auch die Chance, erstmal Einzelverluste von Einzelkulturen in einzelnen Jahren auszugleichen. Also erstmal das ist erstmal positiv für die Liquidität von landwirtschaftlichen Betrieben. Und ja, das ist aber tatsächlich so, dass natürlich vollkommen richtig formuliert, dass da bestimmte Elemente der Fruchtfolge besser vermarktbar sind und bestimmte Elemente schlechter vermarktbar sind. Und ja, da sind natürlich zum einen irgendwie auch Nischenmärkte, die da jetzt eine Rolle spielen. Also tatsächlich sind auch gerade sowas, was vielleicht vor einigen Jahren oder vor 10 Jahren auch noch in Deutschland kaum bekannt war, Quinoa oder auch bestimmte Hirsesorten, die jetzt aber auch schon im Süden von Deutschland beispielsweise angebaut werden, wo es durchaus auch irgendwie Interesse und Nachfrage gibt. Und ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch ganz klar irgendwie schauen, wo liegen die Präferenzen des breiten Marktes und wie können wir die bedienen. Und ich denke,
Da ist natürlich auch entsprechend für die Planung der Fruchtfolge zu berücksichtigen, dass wir diese Präferenzen berücksichtigen. Also wenn wir jetzt sagen, ja, Hirse ist vielleicht ein bisschen besser mit der Trockenheit klar als der Mais oder als der Weizen. Das stimmt, das ist pflanzenbaulich auch soweit korrekt, aber wir müssen dann natürlich wirklich schauen, wie wir das vermarktet bekommen und ob es wirklich auch Abnehmer gibt in Deutschland oder in Europa, die das irgendwie haben wollen oder ob wir das dann einmal um die Welt schicken und damit es dort irgendwie verarbeitet wird, weil das ist dann wiederum auch natürlich nicht Sinn, was unter klimatischen Bedingungen die Lösung sein sollte. Bei Hirse, Hirse ist jetzt ja viel im Gespräch, also eine sehr trockentolerante Art. Geht es dann da vor allem um Tierfutter oder geht es auch darum, dass wir Hirsebrötchen in Zukunft mehr essen sollten? Ja, es geht um beides. Also es ist natürlich erstmal auch eine Pflanze, die gerade auch für die Siloproduktion, für Tierfutter sehr gut genutzt werden kann. Eine sehr biomassereiche Pflanze, sehr schnell wächst als C4-Pflanze. Aber durchaus sehen wir auch gewisse Trends, auch gerade in den Städten, dass sich da auch die Ernährung mehr und mehr ändert und entsprechend solche Produkte nachfragt und entsprechend das auch als Substitut für andere Lebensmittel nimmt. Und ich denke, das ist schon etwas, was wir ernst nehmen sollten, wo wir irgendwie drauf schauen müssen. Und ich denke, dieser Trend wird sich auch zukünftig noch weiter fortsetzen und vielleicht. Das Ganze kann man ja auch in einem etwas größeren System sehen. Wenn wir dann wiederum mehr Pflanzen, mehr Diversität im Portfolio haben, dann haben wir halt auch die Möglichkeit, darüber ein vielleicht resilienteres System zu bekommen, was mit einzelnen Schocks sehr viel besser umgehen kann. Also wir haben schon über Dürre gesprochen, aber gleichzeitig sehen wir auch einen Trend, dass einzelstarke Niederschlagsereignisse auch zunehmen und wir wissen eigentlich gar nicht, wenn wir uns die Klimaszenarien anschauen, müssen wir jetzt Richtung Dürreresistenz züchten oder müssen wir auch auf diese einzelstarken Niederschlagsereignisse züchten? Und da sind halt ja resiliente Systeme doch irgendwo, die halt die Möglichkeit haben, in beide Richtungen abzufedern oder abzupuffern. Die haben da auf jeden Fall gewisse Vorteile. Dankeschön. Dann habe ich eine Nachfrage von einer Journalistin an Herr Stahl. Es geht um die Pflanzenzüchtung. Wie verhindert man bei der Entwicklung trockenresistenter Sorten den Verlust der genetischen Vielfalt innerhalb einer Pflanzensorte? Ja, die genetische Vielfalt ist ja die Basis für Zuchtfortschritt. Züchtungsunternehmen sind daran interessiert, genetische Vielfalt in ihrem Zuchtprogramm zu erhalten, weil sie damit Eigenschaften in das Elitematerial hineinbringen und neu kombinieren können. Insofern teile ich nicht die Sorge, dass die Selektion trockenstresstoleranterer Genotypen zu einer Abnahme der genetischen Diversität der bedeutenden Kulturpflanzen beiträgt. Im Gegenteil, die Diversität auf der genetischen Ebene ist Voraussetzung, um Genotypen an die zukünftigen Bedingungen anpassen zu können. Dankeschön. Herr Kage, Sie hatten sich gerade noch gemeldet, als Herr Gornert sprach. Eine kurze Ergänzung zu Herrn Gornert. Also ich habe ja selber das Thema Fruchtfolge, Diversifizierung angesprochen. Aber die Nachfrage der Journalisten war natürlich berechtigt. Da gibt es natürlich auch Grenzen. Also da wird teilweise eben auch eine Hoffnung erweckt, dass man mit Exoten, sage ich jetzt mal so, relativ schnell diesem Problem Herr werden kann. Und das muss man natürlich durchaus auch ein bisschen relativieren, weil auch die Ertragsabstände, sage ich jetzt mal so, zwischen den über Jahrzehnte, Jahrhunderte langsam entwickelten Kulturarten und dem, was jetzt so in der Diskussion ist, ist doch teilweise sehr groß. Also insofern ist nicht alles das, was ja zurzeit auch diskutiert wird, wirklich dann schon gar nicht kurzfristig und vielleicht auch nicht mittelfristig wirklich ein Ausweg. Ich habe nur mal so ein bisschen dieses Beispiel gebracht, ob man jetzt Stoppelweizen als Futterweizen anbaut oder einen Körnermais anbaut. Also wir reden dann doch häufig eben über die etablierten Kulturpflanzen und nur ansatzweise über ganz neue Dinge. Und auch bei den Leguminosen, das wird ja auch sehr stark eben betont, muss man natürlich aber auch feststellen, dass tatsächlich eben die Trockenstresstoleranz unserer Körnerleguminosen einfach sehr schlecht ist. Ne? Und da wird man auch ein Problem bekommen. Das wäre uns auch ein sehr wünschenswerter Baustein zur Fruchtfolgeerweiterung. Aber da gibt es eben auch dann eben Probleme an der Stelle. Also es ist eben wirklich keine ganz einfache Lösung, die da jetzt uns wirklich allein weiterhilft. Dazu eine Nachfrage einer Journalistin. Sie sagt,
Teilweise reagieren Landwirtinnen schon auf klimatische Änderungen, zum Beispiel indem mehr Quinoa und Hirse angebaut wird. Das haben wir ja gerade schon diskutiert. Was gibt es noch schon für derzeitige Änderungen im Ackerbau, was die Arten angeht? Was sehen wir da heute schon? Herr Kage. Naja, Quinoa, Hirse ist angesprochen, das ist allerdings ein sehr kleiner Markt. Die Sojabohne kommt natürlich jetzt auch langsam, also von Süden her, immer stärker auch in Deutschland voran. Die hat natürlich auch einen eigenen Markt, weil das eben dann auch GVO-frei Soja ist und damit auch einen ganz guten Preis erzielen kann. Was die Ertragsleistung, die Ertragssicherheit angeht, muss man natürlich dann schon sagen, dass das natürlich jetzt auch begrenzt ist. Und dann muss man immer auch ein bisschen im Auge behalten. Also lokale Versorgung ist auch gut, aber wenn wir tatsächlich hier immer noch 8 Tonnen Weizen ernten und 2,5 Tonnen Soja und in Brasilien werden 2,5 oder 3 Tonnen Soja geerntet und 4 Tonnen Weizen, dann muss man schon sich überlegen, ob man wirklich den Sojabedarf Deutschlands im Wesentlichen eben hier erzeugen will oder nicht. Also das ist auch ein Thema, was man immer auch im Auge behalten muss. Aber natürlich ist GVO-freies Soja ein Markt, der auch bedient werden kann und wo dann auch natürlich auch mehr Soja in die Fruchtfolge kommen wird. Und was denken Sie über jetzt klassische Kulturpflanzen, also zum Beispiel Weizen, Gerste? Glauben Sie, dass es da dürreresistente Arten gibt, die entwickelt werden durch Züchtung oder durch Gentechnik, die dann in Zukunft auf unseren Äckern stehen? Da hat der Herr Stahl schon auch einiges dazu gesagt. Das ist halt ein langfristiger Prozess. Das kommt eben mit der Züchtungsarbeit immer in kleinen Schritten immer weiter voran. Und parallel eben zur Steigerung des Ertragspotenzials steigt auch recht häufig eben dann auch am Ende auch die Ertragsleistung unter Trockenstress. Ich glaube, Herr Stahl hat da schon sehr viel dazu gesagt. Ich möchte das eigentlich gar nicht weiter erweitern. Also das kommt und es gibt natürlich Möglichkeiten, auch gezielter, auch mit wissensbasierten Ansätzen in der Züchtung hier vielleicht auch gezielter einige Merkmale noch zu fördern. Herr Stahl und meine Arbeitsgruppe kooperieren ja durchaus da oder haben da auch kooperiert. Es gibt da durchaus Möglichkeiten, auch die klassische Züchtungsarbeit, also auch durch moderne Sensortechniken, die also stärker noch spezifisch eben Informationen über den Trockenstress im Selektionsprozess eben Auskunft geben können, also die einzubauen und damit eben auch den Züchtungsprozess zu unterstützen. Also das kann man schon auch beschleunigen, also nicht nur allein eben durch GVO, sondern auch mehr Wissen über das Verhalten der Kreuzungsprodukte eben im Zuchtgarten. Das sind auch Dinge, die uns auch hier weiterhelfen können und den Fortschritt auch beschleunigen können. Herr Stahl noch dazu? Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass die Pflanzenzüchtung auch mit einigen Zielkonflikten konfrontiert ist. Beispielsweise dieses Jahr erleben wir das, dass einige Sorten innerhalb einer Art, also zum Beispiel ein Frühreifen der Weizen im Vergleich zu einer später abreifenden Weizensorte, Vorteile hat, weil er den Kornfüllungsprozess vor der extrem kritischen Phase, wo der Trockenstress sehr massiv wurde, schon wesentlich weiter abschließen konnte. In anderen Jahren ist das aber möglicherweise von Nachteil. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, wenn man sich die Ertragszahlen vom letzten Jahr und von diesem Jahr nebeneinander legt in einigen Regionen, dann gibt es Regionen in Deutschland, da haben wir dieses Jahr eigentlich mehr Trockenstress und trotzdem höhere Erträge, als wir letztes Jahr hatten, weil wir letztes Jahr zwar genug Wasser zur Verfügung hatten, aber eine deutlich geringere globale Strahlung und deutlich reduzierte Kornfüllung. Also es gibt da Zielkonflikte. Die Pflanzenzüchtung kann aber jetzt nicht ein einzelnes Szenario adressieren und kann eine Sorte züchten, die nur im nächsten Jahr unter einer bestimmten Anbaubedingung einen Vorteil bietet, sondern muss viele, viele Jahre und viele, viele Umwelten im Blick haben. Und so können auch Eigenschaften relevant sein, die im Zuge des Klimawandels vielleicht gar nicht mehr so von Bedeutung erscheinen, sie aber trotzdem sind. Zum Beispiel die Winterhärte darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Und all diese Eigenschaften müssen Pflanzenzüchter kombinieren, indem sie die verschiedenen Eigenschaften aus den vorhandenen Sorten und aus Genbankmaterial, das ist biologische Diversität, so kombinieren, dass sie den Bedürfnissen der Landwirte und der Gesellschaft im Ganzen am besten entsprechen. Aber da gibt es Zielkonflikte und die wird man nicht komplett auflösen können. Herr Gornert dazu? Ja, genau. Ich möchte es auch noch. Also zum einen natürlich spielt die Züchtung da eine ganz große Rolle, aber genau wie Herr Stahl auch gerade schon gesagt hat, da gibt es auch irgendwo Grenzen und wir werden auch das nicht alleine mit Züchtung lösen können. Ich denke, da ist es wirklich wichtig, nochmal zu schauen, was haben wir auch noch für andere Hebel und Maßnahmen, auf die wir setzen können. Und ich habe es auch schon gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall müssen versuchen, klimaresiliente Systeme zu kreieren.
Da spielt die Züchtung eine große Rolle, aber da müssen wir auch darüber nachdenken, andere Anbaumethoden zu haben. Wir müssen auch über sowas wie Agroforst nachdenken oder die Erhöhung von Bodenkohlenstoff, einfach um so eine gewisse Pufferwirkung zu haben. Nämlich gerade dann, wenn wir nicht genau wissen, wird es trockener oder wird es nasser, dann kommen wir mit einer Risikominderungsmaßnahme, die auf ein einzelnes Risiko setzt, wie beispielsweise Beregnung, teilweise weiter, aber auch nur begrenzt. Und ich glaube, da ist zum Beispiel der Bodenkohlenstofferhöhung und sowas spielt da auf jeden Fall eine große Rolle. Und da spielt auch der ökologische Landbau eine große Rolle, der dann wiederum zurück zu der vorigen Frage auch entsprechend natürlich eine größere Bedeutung bei den KonsumentInnen hat und entsprechend auch gewisse Nischenmärkte vielleicht besser bedienen kann. Und ich denke, dass, wenn wir das so versuchen, holistisch zu sehen, versuchen erstmal diese Risikominderung, soweit es geht, mit einer großen Portfolio an Maßnahmen zu erschließen. Und dennoch wird bei dem Risiko gibt es Grenzen der Anpassbarkeit. Und dann haben wir halt entsprechend auch Instrumente von Risikotransfer, die eine Rolle spielen. Also das sind beispielsweise auch Versicherungen gegen Ernteausfälle und das sind aber auch Erntevorhersagesysteme, die auch mehr und mehr von LandwirtInnen genutzt werden, um bessere Planbarkeit zu haben. Und ich denke, das müssen wir als Ganzes versuchen, als Paket zu sehen. Sie haben gerade Agroforstwirtschaft erwähnt. Können Sie ganz kurz erklären, was damit gemeint ist? Na klar. Also da geht es darum, dass man gemeinsam, also sowohl die klassischen Ackerkulturen, wie beispielsweise den Weizen und Mais hat und gleichzeitig aber auch Baumreihen dazwischen hat. Da sind natürlich gewisse Herausforderungen, was die Bewirtschaftbarkeit angeht. Die sind nicht außer Acht zu lassen. Herr Karge meldet sich da auch direkt schon. Aber dennoch, ich meine, wir sind auf dem Weg, auch nach anderen technischen Lösungen zu suchen. Wir sind extrem gut geworden, was die Züchtung angeht. Und ich denke, da sind auch Fragen von Agroforst. Es hat eher was mit Wollen als mit Können zu tun. Und ich denke, das sollten wir, also genau, also kurz gesagt, es ist die Kombination aus Baumreihen, Forst und sozusagen landwirtschaftlichen Elementen. Herr Karge, Sie wollten sich dazu auch noch äußern. Ich habe auch noch eine Nachfrage. Ich sehe das kritisch, um es einfach in die Diskussion einzubringen. Ich glaube nicht, dass man in Mitteln dann eine höhere Produktivität von der Fläche auch unter Trockenstress hat. Die Gesamtverdunstung der Fläche, also Baumreihe plus Ackerstreifen, ist einfach höher aus verschiedenen Gründen. Also man spart damit jetzt in der Fläche kein Wasser. Also ich halte das für wirklich nicht belastbar. Was Bodenkohlenstoff angeht, Erhöhung, das wird qualitativ, das ist ein Mythos, das wird überschätzt. Also wenn dann Humusmehrung, dann über Struktureffekte, Tiefendurchwurzelung verbessern, aber die kohlenstoffbasierte Wasserspeicherung ist marginal. Wir könnten da fachlich noch gern diskutieren, Herr Gorn, und ich möchte es gar nicht weiter ausführen. Dazu kam auch gerade noch eine Nachfrage, die ich gerade noch stellen wollte. Und zwar, können Sie noch mehr zum Potenzial von Agroforsten in Deutschland erzählen? Und gibt es da auch Beispiele? Herr Gornert, vielleicht nochmal. Ja, also es gibt schon Beispiele und ich stimme da auch Herrn Karge nicht ganz umfänglich zu. Also auf jeden Fall, wir sehen einige Beispiele, wo das eher noch in Feldversuchen getestet wird, wo man auch aber versucht, irgendwie die Baumreihen so anzupassen, dass man auch mit modernen Maschinen dazwischen wirtschaften kann. Und das funktioniert schon. Klar, das ist natürlich dann nicht unbedingt das Landwirtschaftssystem, was wir gerade auch in den ostdeutschen Regionen kennen, wo man irgendwie auf, ja, Hunderten von Metern keinen einzigen Baum findet. Aber wir haben natürlich auch diverse Aspekte damit zu erfüllen. Das ist zum einen der Aspekt von Wasser und Bodenkohlenstoff, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Wir haben aber auch Aspekte von Biodiversitätsverlust, wir haben auch die Aspekte von Interessen und Präferenzen von Konsumenten und ich denke, da sollten wir das auch nicht zu eng sehen und sagen, okay, wir haben da irgendwie technisch, gibt das gewisse Probleme beim Agroforst, das stimmt und deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern ich glaube, wir müssen da uns durchaus offener sein und gerade auch diese Aspekte von Kohlenstoffspeicher auch in oberirdischer Biomasse, also in den Bäumen entsprechend, spielt eine wichtige Rolle. Es liegt von Klimamitigation und die Frage von Biodiversitätsverlust, was wir auch sehen, das spielt auch eine ganz große Rolle, wo Agroforst auf jeden Fall einen substanziellen Beitrag leisten kann. Hierzu würde ich jetzt gerne Frau Drastig ja nochmal fragen. Sie beschäftigen sich ja auch mit dieser
Kohlenstoffspeicherung und Humuswirtschaft. Ich finde es ganz spannend, wir haben ja eben über Zielkonflikte gesprochen, die es bei dieser dürretoleranten Landwirtschaft gibt, aber hier haben wir vielleicht auch eine Synergie zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung. Wie sehen Sie das? Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist ein bisschen schwierig, da so eine eindeutige Antwort zu geben, aber es gibt da auf jeden Fall Synergieeffekte. Also ich denke, Humuswirtschaft und auch Direktsaat und Mulchen, das sind gute Methoden, mit denen man an Dürre anpassen kann, bis zu einem gewissen Grad. Ja, dann kommt man wahrscheinlich um Zusatzbewässerung nicht herum. Aber generell, denke ich, sind das schon Dinge, die sich gegenseitig befruchten können, sag ich mal. Und hier haben wir noch eine Frage zu KI-Methoden. Und zwar, inwieweit können KI-Methoden bei der Steuerung von Landmaschinen beim Agroforst helfen? Ich würde das mal ausweiten auf die ganze Landwirtschaft auch. Stehen wir da am Anfang? Ist das zu teuer? Frau Drastik, auch so Stichwort Precision Farming. Was kann man da machen? Also ich denke, es ist wahrscheinlich erlaubt, das auszudehnen auf Ackerflächen auch, oder sollen wir uns jetzt nur auf den Agroforst beschränken? Ich sage jetzt einfach mal, wir besprechen das jetzt einfach mal generell. Also Präzisionslandwirtschaft ist im Kommen natürlich. Die Landwirtschaft befindet sich da gerade in einem Umbruch bei der Bewässerung, aber auch generell bei Digitalisierung. Ja, es gibt da verschiedenste Dinge. Es gibt GPS-Spurführung, das wird gemacht. Dann gibt es GPS-gesteuerte Agrarroboter oder Sensoren, wobei die Robotik in der praktischen Landwirtschaft noch nicht wirklich Einzug genommen hat in Deutschland. Aber das könnte man sich durchaus auch vorstellen. Dann gibt es ganz wichtig Controlled Traffic Farming. Das ist aber auch wieder nur für große Schläge. Gibt es aber auch bereits schon. Dann gibt es Fahrassistenzsysteme, das ist Stand der Technik momentan. Das gibt es auch schon länger. Und im Kommen sind auch Schwarmtechnologien. Und hier werden auf jeden Fall auch weiter künstliche Intelligenz für komplexe Entscheidungen und auch für höhere Präzision eingesetzt. Ich persönlich kenne jetzt KI nicht in Agroforstsystemen. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen Experten da noch mehr zu sagen können. Herr Stahl? Ja, ich möchte den Blick vielleicht nochmal in die Pflanze lenken. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie man den Trockenstress begegnen kann durch Bewässerung und pflanzenbaulichen Maßnahmen. Wenn wir nochmal auf die Züchtung zurückkommen, dann kommt dem Verständnis, welche genetischen Determinanten bestimmen eigentlich die Eigenschaften von unseren Kulturpflanzen unter Trockenstress, eine große Bedeutung zu. Also die Beziehung zwischen der Genetik, zwischen dem genetischen Fingerabdruck und der Performance unter Feldbedingungen. Wie eingangs gesagt, besteht dazwischen ja eine hochkomplexe Genotyp-Umwelt-Interaktion, wie wir sie nennen, die mit bisherigen Methoden teilweise nur begrenzt durchdrungen werden kann. Und hier hat künstliche Intelligenz natürlich auch ein sehr großes Potenzial. Die unglaublich großen Datenmengen, die durch die Genomsequenzierung der letzten Jahre entstanden sind, mit den verschiedenen Felddaten, die jetzt erhoben werden, Jahr für Jahr, in Verbindung zu setzen. Das wird ergänzt um das Potenzial, was durch Fernerkundungsphänotypisierung besteht, sei es Satellitendaten, aber auch den Einsatz von Drohnen in Zuchtgärten oder auch auf landwirtschaftlichen Flächen. Da entstehen sehr, sehr große Mengen Daten, die man jetzt alle vernetzen kann. Und dafür spielt künstliche Intelligenz durch eine sehr große Rolle. Und wir bemessen dem ein sehr großes Potenzial bei, um diese Wechselwirkungen und die verschiedenen Zusammenhänge besser zu verstehen und solche Determinanten ausfindig zu machen, die unter den vielen Einflussfaktoren besonders große Effekte haben. Und insofern kann man sicherlich erwarten, dass die Pflanzenzüchtung nicht nur in der Vergangenheit oder gerade heute, dieses Jahr und nächstes Jahr, zu einem wesentlichen Ertragsanstieg beiträgt, sondern auch in der Zukunft sichert, dass unsere Kulturpflanzen, die wir heute alle schon kennen, unter den gegebenen Bedingungen zumindest ein stabiles Ertragsniveau erreichen oder behalten. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine Frage einer Journalistin, die in eine etwas andere Richtung geht. Ich würde das gerne noch kurz anreißen und an Herrn Gornott adressieren. Es geht ein bisschen um den Blick aus Deutschland heraus. Und zwar, sind irgendwelche der bisher genannten Methoden für den Mittelmeerraum auch hilfreich, wo wir ja sehen, dass es Landwirtschaft in den nächsten Jahren sehr schwierig werden könnte, weil die Trockenheit einfach nochmal viel stärker ist. Und wenn das nicht möglich ist, was bedeutet das
für unseren Markt? Wo bekommen unsere Tomatenkonserven her, wenn sie nicht mehr aus Italien kommen können? Ja, gute Frage. Also in der Tat sind auch die Methoden, die wir besprochen haben, teilweise für den Mittelmeerraum geeignet. Also zum Beispiel der Aufbau von Bodenkohlenstoff ist zum Beispiel etwas, was auch dort eine Rolle spielt. Beregnung spielt jetzt schon eine große Rolle und wird natürlich zukünftig eine größere Rolle spielen. Da allerdings mit dem großen, der großen Schwierigkeit, dass wir schon jetzt da schon teilweise sehr stark an die Grundwasserreserven gehen. Wenn die sozusagen langfristig noch weiter sinken, dann wird es wirklich schwierig. Also diversifizieren von des Agrarportfolios, das macht natürlich dort auch Sinn. Gerade im Gemüseanbau haben wir natürlich häufig auch extrem enge Fruchtfolgen beziehungsweise teilweise gar keine Fruchtfolgen. Und ich denke, in diese Richtung können wir schon auch gehen. Und da kann auch beispielsweise der ökologische Landbau eine Rolle spielen. Und ja, ich möchte vielleicht auch nochmal sagen, dass wir haben uns jetzt hier irgendwie über Deutschland und so ein bisschen über Europa unterhalten, aber das, was wir sehen an häufiger werdenden Ertragsverlusten, die auch in der Intensität und in der, also wie häufig sie vorkommt, jeweils zunehmen, das sehen wir ja global. Und gerade auch, wenn wir in den globalen Süden schauen, in Afrika südlich der Sahara, also wenn wir noch ein bisschen weiter Richtung Süden gehen, da sind die Folgen halt häufig noch deutlich drastischer. Und auch dafür brauchen wir Lösungen und auch dafür brauchen wir Instrumente, und das sehen wir jetzt gerade auch mit dem Krieg in der Ukraine, wie vulnerabel halt auch entsprechend solche Wertschöpfungsketten sind und was das dann in entsprechenden Ländern auch auf die, für, also nicht nur beim Landwirt, bei der Landwirtin ankommt im Sinne von Ertragsverlusten und ökonomischen Verlusten, sondern tatsächlich auch im Sinne von Ernährungsunsicherheit. Denken Sie, dass die Ernährungssicherheit durch die Dürre bedroht ist hier in Deutschland? Deutschland macht alleine nicht den globalen Markt aus, das ist ganz klar. Aber wir sehen natürlich, dass eine Vielzahl von Komponenten zusammenkommt. Deutschland ist schon ein wichtiger Exporteur von Weizen gerade. Das spielt eine ganz große Rolle. Und wenn dann auf einmal die Ukraine wegfällt und Russland nicht mehr liefert, dann und Deutschland sozusagen wenig erntet, dann haben wir sozusagen größere Probleme innerhalb dieser Lieferketten, die dann auftreten. Und da macht dann sozusagen auch ein kleines Effekt sozusagen einen großen Preishebel haben. Dankeschön. An dieser Stelle möchte ich in unsere Abschlussfrage übergehen, die ich Ihnen allen vieren einmal stellen möchte. Vielleicht starten wir mit Herr Stahl. Mit Blick auf die trockenen Sommer, die wahrscheinlich noch vor uns liegen in den nächsten Jahren, was würden Sie Landwirtinnen raten, die ihre Anbausysteme zeitnah klimaresilient gestalten wollen? Und wie kann die Politik diesen Prozess unterstützen? Dazu ist ja in der heutigen Diskussionsrunde schon vieles gesagt worden. Die zeitnahen Anpassungen liegen natürlich mehr im Bereich des Pflanzenbaus, in der Fruchtfolgegestaltung und dem pflanzenbaulichen Management. Also Herr Kage hatte die Bodenbearbeitung schon angesprochen, Frau Drastik die Bewässerung. Die Forschungsaktivitäten, die wir hier in unserem Institut durchführen zur Züchtungsforschung, sind natürlich eher langfristig ausgelegt. Die führen aber auch dazu, dass jedes Jahr scheibchenweise ein kleiner Fortschritt erreicht wird. Insofern würde ich Landwirten und Landwirtinnen raten, immer die aktuellen offiziellen Ergebnisse aus den Bundes- und Landessortenversuchen im Blick zu haben, um solche Sorten zu identifizieren, die für Ihre Region im mehrjährigen Durchschnitt die beste Performance liefern. Dankeschön. Herr Kage, gleiche Frage. Was würden Sie Landwirtinnen raten und was kann die Politik tun? Naja, ich wiederhole mich da jetzt auch ein bisschen. Wir haben es auch mehrfach gesagt. Also es ist natürlich auch die Fruchtfolge, aber natürlich auch mit Grenzen der Vermarktbarkeit und der Leistungsfähigkeit. Da muss man einfach sehen, was geht. Aber ein bisschen Anpassung in dem Bereich ist durchaus möglich. Im Bereich Bodenbearbeitung haben wir durchaus Spielräume noch, die zu nutzen sind. Die Landwirte haben sich da tatsächlich auch weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite hat die Politik, und das sind wir beim Punkt, legt ihnen auch wieder Steine in den Weg. Also ich spreche es nochmal an, Glyphosatverbot ist im Hinblick auf reduzierte Bodenbearbeitung eben wirklich ein Problem. Und wir brauchen aber auf der anderen Seite eben tatsächlich diese Systeme, um in einigen Regionen zumindest eben auch unsere Anbausysteme Trockenstress resilienter zu machen. Also da ist eben die Verminderung der unproduktiven Bodenverdunstung durch fluglose Bodenbearbeitung schon auch ein wichtiges Instrument. Und das ist einfach schwierig zu nutzen, wenn man einfach dann in Verunkrautungsprobleme reingeht, die einfach sonst nur mechanisch zu lösen sind. Und das ist ein Zielkonflikt.
Und ich will jetzt Frau Drastig jetzt auch nicht das Thema wegnehmen, aber ich denke schon, dass wir natürlich durchaus im Bereich der Bewässerung auch Spielräume haben. Also das kann sie auch vielleicht weiter ausführen, aber ich denke schon, dass man da auch drüber nachdenken muss, wo es passt. Und da sollte auch die Politik nicht zu vorsichtig agieren. Da ist manchmal ja auch alles, was man in irgendeiner Weise da wieder neu ändert und dann die Natur irgendwo anfasst, da wird ja sofort gesagt, geht nicht, haben wir nicht gemacht, dürfen wir nicht und wer will denn dafür haften? Und mit dieser Einstellung werden wir es in Zukunft ganz schwierig haben. Frau Drastig, das war schon die Vorlage für Sie. Gleiche Frage. Was würden Sie Landwirtinnen raten? Ja, vielen Dank. Ja, ich wiederhole mich auch, genau wie Herr Kage, so ein bisschen. Und zwar, ich würde auf die Maßnahmen setzen zur Verbesserung der Niederschlagsausnutzung auf jeden Fall. Und das sind, wie eben auch schon wieder gesagt, die Fruchtfolgen, dann die Zwischenfrüchte, das Optimieren, dann Bodenbearbeitung in dieser Richtung auch gestalten, Aufräumen der Oberfläche, damit Wasser besser eindringen kann, Aufbrechen von Krusten im Unterboden. Dann Mulch- und Direktsaat ist natürlich interessant, um unproduktive Verdunstung aus dem Boden zu vermindern. Eine hohe Bestandsdichte erzielen durch gute Aussaat, ja, und auch eine tiefe Durchwurzelung erlangen, möglichst früh säen, eventuell vorkeimen, um der Frühjahrstrockenheit zu begegnen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema hier in Deutschland aktuell. Und dann die Wahl von trockentoleranten Sorten. Jetzt möchte ich aber doch noch zur Bewässerung kommen. Und da, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, die Bewässerungssteuerungssysteme stärker einzusetzen. Die werden nämlich zu wenig genutzt in Deutschland. Es gibt sehr gute Bewässerungssteuerungssysteme. Also das sind Systeme, die dem Landwirt sagen, wann der Hahn aufgedreht wird und wie viel appliziert werden soll. Die könnte man viel stärker nutzen. Da gibt es auch ganz tolle Apps, die man auch kostenfrei nutzen kann. Genau, so jetzt möchte ich nochmal zur Politik auch kommen. Was kann denn die Politik eigentlich tun, um die Landwirte da zu unterstützen? Und zwar bin ich der Meinung, dass die Bewässerungssteuerungssysteme und eventuell auch Präzisionsbewässerung und vielleicht auch die effizienteren Bewässerungstechniken stärker gefördert werden müssten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann denke ich, sollte die verbesserte Niederschlagsausnutzung auch besser gefördert werden. Und wie macht man das? Man könnte zum Beispiel die verbesserte Niederschlagsnutzung in einer ISO-Richtlinie auch verankern. Also ich arbeite mit in einer Gruppe, erarbeiten wir das Umweltmanagementsystem ISO 14002 zu ergänzen um das Thema Wasser. Und da sollte das Niederschlagswasser auf jeden Fall mit auftauchen und das sollte auch honoriert werden, wenn man das Niederschlagswasser effizienter nutzt. Und weiterhin könnte man das Niederschlagswasser in Deutschland besser nutzen, wenn man sich nicht an den SDGs orientiert. Die Sustainable Development Goals von der FAO, die sind ja nicht schlecht erstmal, aber zum Beispiel der Nachhaltigkeitsindikator 6.4.1, Change in Water Use Efficiency, also Änderung der Wassernutzungseffizienz, da wird das Niederschlagswasser derart stiefmütterlich behandelt und das finde ich ist ein schlechtes Signal und das ist viel zu grob für, ich sage jetzt mal, für Deutschland. Also ich denke, da können wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen detaillierter rangehen in Deutschland. Das wäre schön, wenn die Politik da ein Bewusstsein für hätte, dass das Niederschlagswasser, die bessere Ausnutzung des Niederschlagswassers stärker befördert werden sollte. Gut, aus der Wissenschaft, da möchte ich mich jetzt nicht wiederholen oder eigentlich nur ganz kurz, und zwar die Bewertung der Managementmaßnahmen, die die Bewässerung und auch das Bewässerungswasser und das Niederschlagswasser effizienter einsetzen können, muss vorangebracht werden. Also wir arbeiten am ATB da an einem Modellierungssystem, das versucht, diese verschiedenen Maßnahmen quantifizierbar zu machen und danach auch eine Bewertung ermöglicht wird. Ja, ich hoffe, dass wir alle zusammen schaffen, das Wasser, dieses wertvolle Gut, effizienter einzusetzen in Zukunft. Dankeschön. Herr Gornert, selbe Frage noch an Sie. Ja, ich denke, bei den Landwirten ist das, was wir jetzt auch gerade schon viel diskutiert haben, aus meiner Sicht Investitionen in resiliente Agrarsysteme ist das, was wir brauchen. Da spielt die Züchtung eine wichtige Rolle, da spielt Diversifizierung eine wichtige Rolle, da spielt aber auch Aufbau von Bodenkohlenstoff und Aquaphos eine wichtige Rolle. Und optimierte Fruchtfolgen, vielleicht das Ganze unter dem Umbrella von ökologischer Landwirtschaft auch so ein bisschen zu sehen. Das ist das, wo ich erstmal den LandwirtInnen zu raten würde. Sie werden
Grenzen der Anpassung finden. Und da, wo wir diese Grenzen der Anpassung finden, da sind Risikotransfermaßnahmen wie beispielsweise Agrarversicherung oder Mehrgefahrenversicherung entsprechend notwendig. Wenn wir auf die Politik schauen, dann genau, ich glaube, ist das meiste auch gesagt. Wir müssen entsprechend die Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen entsprechend Umstellungen für diese Investitionen, die ich gerade genannt habe, fördern. Nur dann mit entsprechenden Rahmenbedingungen und entsprechenden Programmen können LandwirtInnen darauf reagieren. Nichtsdestotrotz muss die Politik natürlich auch nicht alleine auf den Landwirt, die Landwirtin schauen, sondern muss das Bild auch versuchen zu komplementieren, indem auch die VerbraucherInnen damit einbezogen werden. Und ich glaube, da haben wir jetzt heute wenig drüber gesprochen, dann können wir wahrscheinlich noch mal eine ganze Veranstaltung mitfüllen, aber da sind zum Beispiel auch Konsummuster zu nennen, Konsum von nachhaltigen Lebensmitteln, Frage, wie viele tierische Produkte werden konsumiert und auch die ganz große Frage, wie sieht es dann eigentlich aus mit Lebensmittelabfällen? Also das, was wir auf dem Acker produzieren, wie viel kommt denn eigentlich davon an? Und das sind tatsächlich irgendwie nur 66%, die auf dem Teller ankommen. 30%, 33% gehen verloren und ein Großteil bei den Konsumentinnen. Und da müssen wir auch ansetzen, weil das ist das Allergünstigste, die allergünstigsten Nahrungsmittel, die wir produzieren können, die nicht verloren gehen innerhalb der Wertschöpfungskette. Danke dafür. Ja, ich glaube, wir haben uns jetzt ja sehr auf die Produktionsseite fokussiert. Die Konsumseite ist natürlich genauso wichtig und da werden wir uns sicherlich nochmal in anderer Form dem widmen. Vielen Dank für die tolle Diskussion. Ich glaube, das Fazit ist auf jeden Fall, es ist komplex. Keine der einzelnen Maßnahmen, die wir besprochen haben, alleine kann das Problem lösen, wie eigentlich bei allen Umwelt- und Klimaproblemen, die wir so haben. Aber ich denke, es ist sehr spannend, die verschiedenen Ansatzpunkte aus Ihren verschiedenen Expertisebereichen, die wir diskutieren könnten und dass es da am Ende eine Kombination geben muss. Vielen Dank an Sie vier für die Diskussion, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an die JournalistInnen für Ihre Fragen und Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Und nochmal der Hinweis, ein Transkript finden Sie am Montag, das Video noch heute Nachmittag. Und wenn Sie das Transkript ganz schnell brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail, dann bekommen Sie ein maschinell erstelltes Transkript mit witzigen Fehlern drin von uns. Und das war's. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.